Also Galater 1 haben wir ja gestern schon gesehen, dass der Paulus da sehr autoritär eigentlich auftritt und sehr stark, sehr robust. Ja, ich lese die Verse nochmal. Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesum Christum, also direkt durch Jesum Christum, und Gott, also und auch durch Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Also es geht halt um jemand Auferstandenen, ja, das ist das, wo es ihm geht. Und alle Brüder, die bei mir sind, also die komplette apostolische Autorität spricht da, ja, den Gemeinden in Galatien, Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen argen Welt oder bösen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann fängt er eigentlich sehr erstaunlich an und sagt, mich wundert, dass ihr euch so bald habt abwenden lassen von dem, der euch berufen hat. Wer war das? Der Paulus, ja? Der ist nach Galatien gegangen und die Galater haben seine Predigt von Jesus Christus geglaubt. Und dann haben sie sich abwenden lassen, weil Juden nach Galatien gekommen sind und den Galatern gesagt haben, um richtig zu glauben, fehlt euch noch was. Ihr braucht noch was. Das ist heute auch ganz oft so. Ja, Jesus allein genügt nicht. Man braucht noch die Hostie, hier braucht man noch die Beschneidung. Manchmal braucht man noch die Zungenrede oder spezielle Handauflegungen oder noch irgendein Talisman oder irgendwas noch, was sich halt irgendjemand hat, der euch was verkaufen will. Ja, der sagt, ihr braucht noch was von mir. Ja, schön, dass ihr schon fast alles habt, aber ich bin jetzt der, der es euch dann auch bringt. Ja, und Paulus sagt, das wundert mich. Was ist denn los mit euch Galatern? Ja, ich bin verwundert darüber, dass ihr euch davon so schnell abwenden lasst. Ja, von dem, der euch berufen hat, und zwar in die Gnade Christi. Christi Gnade war doch das, was der Paulus eigentlich den Geschwistern gebracht hat und was allein genug war, ja? Die Gnade Christi, ja? Und sie lassen sich abwenden zu einem anderen Evangelium, so doch kein anderes ist. Es existiert eigentlich nur ein Evangelium. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Es gibt gar kein anderes. Es gibt nur dieses eine. Und ihr lasst euch irgendwie zu etwas anderem abwenden. Und er sagt, es gibt kein anderes Evangelium, außer, dass es einige gibt, dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Also das gibt's auch, Wirrköpfe und verkehrte Köpfe, die das Evangelium verdrehen. Und es ist, wir haben heute Morgen am Frühstückstisch drüber gesprochen, manchmal so ein weiter Weg, bis man mal von seinem eigenen Glauben, mit dem man mal einfach auch angefangen hat zu glauben, durchdringt bis, ich sag mal, man hört natürlich dann viele Prediger und viele Pastoren, man liest viele Bücher, bis man mal durchdringt bis zur Bibel selber, bis man mal die Bibel selber anfängt zu lesen oder bis man dann auch mal einen gesunden Überblick hat über das, was die Bibel, vielleicht nicht alle Details kennt, ja, aber mal einen Überblick hat über das, was die Bibel überhaupt darstellt. Das dauert seine Zeit. Und so lange ist man eigentlich auch immer noch auf der Suche und sucht hier und da und ja, wie so ein Schäflein auf der Wiese, ja, der sucht halt, wo es einen Grashalm kriegt, irgendwo, wo man geistliche Nahrung herbekommt, ja. Und ich habe auch so eine Phase gehabt, irgendwann, wo ich mir gedacht habe, es gibt so viele Kreise und so viele unterschiedliche Gemeinden und jeder hat seinen Schwerpunkt und jeder hat den woanders und jeder hat noch so eine spezielle Erkenntnis über irgendwas. Wir haben doch nur eine Bibel und wie kann das sein, dass es so viele unterschiedliche Kreise gibt? Und irgendwann bin ich halt auch für mich zu dem Schluss gekommen, dass es halt manchmal auch Leute gibt, ich sage das etwas verkürzt, die sich wichtig tun. Ja, die sagen, ich habe jetzt noch eine spezielle Offenbarung und die scharen Leute um sich und die mieten Räume und kaufen Häuser und gründen Gemeinden und werden zu Glaubenswerken groß, ja, je nachdem wie viel sie um sich rum scharen. Und die einen haben die Taufe als spezielle Erkenntnis, die anderen haben die Charismen als spezielle Erkenntnis, die anderen haben vielleicht so Endzeitlehren als spezielle Erkenntnis. Dann gibt's wieder welche, die haben die Rechtfertigung Christi als spezielle Erkenntnis oder die Hostie und die heilige Mutter Gottes, ja. Und da gibt's alle möglichen unterschiedlichen Lehren und Meinungen. Und ich glaube, dass das zum Schluss ganz oft auf die Gründer zurückgeht,
die sagen, wir haben etwas Besonderes und scharen damit Leute um sich und verwirren die Leute, ja, und verkehren sie. Ja, deswegen muss nicht jede Denomination direkt falsch sein. Ja, es gibt auch gute Traditionen im Glauben, es gibt auch gute Theologie, aber Theologie muss Theologie bleiben. Sie ist nicht Gottes Wort. Sie ist ein Hilfsgerüst, um dieses dicke Bibelbuch irgendwo in eine Struktur zu bringen. Und das darf es auch geben, ja? Also die Theologie, ich bin kein Gegner von Theologie. Ja, mich hat mal jemand gefragt, ob ich Gegner von Theologie wäre. Sage ich, nee, ich bin eigentlich ein Freund von Theologie. Aber man muss wissen, das ist jetzt eine Theologie von der und der Bibelschule oder von der und der Gemeindeform, während das hier Gottes Wort ist. Und alle Theologie muss sich hieran eigentlich wieder messen lassen. Ja. Und das hat Luther und das haben alle Erweckungsbewegungen an sich gehabt. Zurück zum Wort Gottes. Immer wenn es Erweckung gab, ging es zurück zum Wort Gottes. Wo auch immer die sich vorher aufgehalten haben, ja. Ob das bei der Hostie und bei der Maria war und es ging immer wieder zurück. Aber Paulus sagt, das wundert mich. Ihr wart doch in die Gnade Christi berufen. Ja, und jetzt kommen Leute, die verwirren euch und wollen euch ein anderes Evangelium predigen. Was denn für ein Evangelium? Ein Evangelium, naja, da war es eigentlich für unsere Augen relativ gut und nachvollziehbar, dass das Judentum wieder praktiziert hat, ja. Und Paulus sagt auch in den Folgeversen, ich komme gerade aus dem Judentum, bin da mühsam rausgekommen und ihr wollt da wieder hin zurück. Das wundert mich. Ja, mich wundert das. Und er sagt aber auch, wenn auch wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei Anathema. Der sei verflucht. Das sagt er zweimal. Ja? Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermals. Ich sag's euch nochmal, damit ihr es genau hört, damit ihr genau wisst, worum es geht. Ja, das ist Paulus, ein Freund deutlicher Sprache. Ja, FDS heißt die Gesellschaft. Ja, die Freunde deutlicher Sprache. Und da sagt er auch hier, wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir nochmal. Wir sagen auch abermals, wenn jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei Anathema, der sei verflucht. Das sind, also ich vermute, die härtesten Sätze im Neuen Testament überhaupt. Ja. Paulus verteidigt das Evangelium eifersüchtig gegen jede Strömung, die da rein will, ja, gegen jeglichen Sauerteig, gegen jegliche Verdrehung oder Veränderung dieses Evangeliums, weg von Christus zu einem anderen Evangelium, weg von der Gnade Christi hin zu einem anderen Evangelium, weil es kein anderes gibt. Und wer es anders predigt, sei verflucht. Jetzt überleg mal, das müsste man eigentlich auf den Bibelschulen, den jungen Bibelschülern sagen. Wenn ihr in die Gemeinde geht und das Evangelium anders predigt, als der Paulus gepredigt hat, dann seid ihr unter dem Fluch Gottes. Seid ihr euch dessen bewusst? Ja? Also Theologe zu sein, ist entweder der unwichtigste Beruf, den die Welt kennt, weil die von etwas reden, was noch nie jemand gesehen hat. Oder es ist der wichtigste Beruf der Welt, weil es Menschen vor der ewigen Verdammnis rettet und die das ewige Leben schenkt. Ja, dazwischen gibt's nichts. Entweder bin ich der unwichtigste Beruf, den die Welt jemals gesehen hat, oder ich bin der allerwichtigste. Und da kann man sich entscheiden zwischen, was man will. Und das ist das, was der Paulus hier macht. Ja, mich wundert das. Was ist denn los mit euch Galatern? Euch war doch Christus vor Augen gemalt. Wie geht ihr wieder zurück zum Gesetz? Und wir Christen, wie geht ihr wieder zurück? Wie geht ihr zurück zur Mutter von Jesus? Wie geht ihr zurück zur Hostie einer Kirche, die wandelt mit Hokuspokus? Ja? Wie glaubt ihr, dass ihr, wenn ihr heilige Handlungen an euch vollziehen lasst, dass ihr dadurch im Glauben weiterkämt? Wieso billigt ihr dem Gedächtnis mal Jesu Christi eine heiligende und sündenvergebende Wirkung zu? Das haben, was die Galater gemacht haben, haben die Christen durch die Jahrhunderte immer wieder gemacht. Immer wieder. Das ist immer derselbe Mechanismus, ja? Und Paulus sagt dann zum Schluss hier, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst? Oder gedenke ich, Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das habe ich mir bewusst unterstrichen und auch gelb hinterleuchtet. Ja? Weil wenn man das Evangelium sagt, dann soll man das in Liebe tun und so gut, wie man irgendwie auch kann. Aber verantwortlich sind wir nicht den Menschen, sondern sind wir letzten Endes Gott und Christus unserem Herrn. Ja? Und es ist wichtig, weil wir nämlich sonst unter dieses Anathema fallen. Und es mag für manche Zuhörer dann auch vielleicht manchmal ärgerlich sein oder unangenehm oder man wendet sich dann ab. Das ist aber nicht schlimm. Wir können nicht alle Menschen halten
Und vor allem können wir sie nicht halten, wenn wir das Evangelium abmildern oder abändern. Ja, das geht nicht. Und das Ärgern gehört. Ich habe mich selber früher über das Evangelium geärgert, als ich noch kein Christ war. Ja, also meine Mutter hat mir mittags zum Mittagessen dann vom Evangelium erzählt. Da habe ich dann den Löffel in den Suppenteller geworfen, bin aufgestanden und bin gegangen. Ich habe gesagt, dein Leben ist eh vorbei, du bist eine alte Frau. Aber ich will mein Leben leben, ich bin noch jung. Es war nicht so sehr freundlich, ja. Also ich war nicht immer Christ, ja. Aber irgendwann gab es einen Tag und da gab es keinen Pardon mehr, ja. Da hat Jesus seine Hand auf mich gelegt und da gab es auch kein Zurück mehr. Ja? Aber ich bin nicht als frommer Mensch auf die Welt gekommen. Ja? Paulus warnt jetzt vor einem anderen Evangelium. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das Evangelium? Was sind denn so die Kernpunkte des Evangeliums? Mal so als Brainstorming. Ja? Also auf jeden Fall die Gottessohnschaft Christi. Jesus ist Gottes Sohn. Mehr noch, er ist wesensgleich mit dem Vater. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja? Der dreieinige Gott. Er hat ein sündloses Leben gelebt, sonst hätte er nicht sterben können für die Sünden der Welt. Er war ein Lamm ohne Fehler, ja, ohne Sünde und ist dennoch gestorben für die Sünden der Welt. Er ist nicht nur auferstanden, er ist leiblich auferstanden. Die evangelischen Theologen sagen, wenn wir über Jesus reden oder nachdenken oder predigen, dann ersteht geistlich, spirituell auf in unseren Gedanken. Das ist die Auferstehung der modernen evangelischen Theologie. Deswegen sage ich, Jesus ist leiblich auferstanden. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass er leiblich auferstanden ist. Wenn er nicht leiblich auferstanden ist, sind wir alle noch in unseren Sünden. Ja? Der Gedanke ist der, Jesus war ohne Sünde und er hat trotzdem den Tod erlitten. Ja? Er war ohne Sünde und hat doch die Strafe für den Tod erlitten. Dass der Vater den toten Jesus auferweckt hat, ist der Beweis dafür, dass der Vater das sündlose Opfer Christi anerkannt hat. Denn er dürfte Jesus nur auferwecken, wenn Jesus ohne Sünde war. Ja? Hätte Jesus auch nur eine Sünde getan, hätte der Vater ihn nicht auferwecken dürfen. Warum? Weil der Tod der Sünde Sold ist. Hätte Jesus nur eine Sünde getan, hätte er nicht auferstehen können. Oder hätte ihn der Vater im Himmel nicht auferwecken dürfen, weil das gegen das Gesetz gewesen wäre. Die Tatsache aber, dass der Vater den Sohn auferweckt hat, und zwar leiblich auferweckt hat, heißt, dass Jesus ohne Sünde war. Sonst hätte er im Tod bleiben müssen. Dass er aber auferstanden ist und lebt und die Jünger ihn gesehen haben und anfassen konnten, mit ihm gegessen haben, dass er leiblich auferstanden ist, ist der Beweis dafür, dass er ohne Sünde war. Ist der Hinweis dafür und Beweis dafür, dass der Vater im Himmel das Opfer Christi anerkannt hat. Ist der Beweis dafür, dass Jesus mehr getan hat, als für sein eigenes Heil, als Jesus von Nazareth notwendig war. Ja? Denn der Mensch Jesus hat das ganze Gesetz gehalten und hätte damit ewig leben dürfen. Denn wer das Gesetz tut, der soll leben, und zwar ewig. Ja? Der Mensch Jesus hat also für sein eigenes Heil, für sein eigenes ewiges Leben, das ganze Gesetz gehalten, erarbeitet, mühsamst, ja? Und hat darüber hinaus noch die Strafe für die Sünde getragen, obwohl er das nicht verdient hatte. Verdient, erdient, erarbeitet, hat er sich das ewige Heil, weil er das Gesetz gehalten hat, ja? Jetzt hat Jesus aber mehr getan, als notwendig war für sein eigenes Heil. Denn er hat ja die Strafe der Sünde getragen, den Tod, den hat er erlitten 3 Tage lang im Totenreich und hat aber doch ohne Sünde gelebt. Da hat er mehr getan, als für sein Heil notwendig war, und das ist für euch. Ja? Das ist der Überhang des Werkes Christi. Da hat er mehr getan, als für sich selber notwendig war. Das ist für die Gemeinde. Das ist für die ganze Welt, da hat Christus die Sünden der Welt getragen. Und da stellen wir uns drauf. Und das hat nur Jesus gemacht, nicht Maria, nicht die Hostie, nicht die heiligen priesterlichen Handlungen, nicht mal die Taufe. Das hat nur Christus gemacht. Mich wundert, sagt er, dass ihr euch abwenden lasst von der Gnade Christi. Alles ist in ihm. Christus ist alles, ja?
In ihm ist alles neu geworden. Er ist der hohe Priester. Er ist Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist Gott gestorben auf Golgatha. Er ist das unfehlbare Lamm. Er ist der Auferstandene, der ewig lebt. An ihm hängt alles, die ganze Schöpfung, die Menschheit, ob sie glaubt oder nicht, hängt alles an Christus. So groß ist Golgatha. Ich habe vor einigen Tagen ein kurzes Video gesehen in YouTube über die Toten des Zweiten Weltkriegs. Das poppte irgendwo auf und dann hat man diese aufeinander gestapelt, davor die Flagge von dem Staat und dann fing das so mit 100 an, irgendwo in Südasien, in Südostasien. Und es ging zum Schluss in Berge, die waren höher als Wolkenkratzer. Millionen von Toten. Und wie das Video da so entlangläuft und die Stapel werden immer größer, war so animiert, so mit so ein Zeichentrickfilm, da habe ich mir gedacht, für alle die ist Jesus auch gestorben. Und es sind ja nur die Toten des Zweiten Weltkriegs, da kommen die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs ja noch zu. Und dann kommt ja die ganze Weltbevölkerung noch dazu, die wir heute haben. Und dann kommt ja noch die ganze Weltbevölkerung, die wir seit 2000 Jahren haben, oder wegen mir seit 4 oder seit 6000 Jahren, oder wegen mir auch länger, ja, also das weiß ja niemand. Das heißt, das Opfer Christi auf Golgatha, das muss groß gewesen, das ist etwas Großes. Das muss groß sein und wirkmächtig. Und dazu gehört die leibliche Auferstehung Jesu Christi, weil die leibliche Auferstehung beweist, dass Gott das Opfer Christi anerkannt hat und gesagt hat, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger, in Klammern Christus, der heilig war, die Verwesung sehe im Grab. Und deswegen wird Gott den wieder auferwecken. Und weil wir an die leibliche Auferstehung glauben, glauben wir wie Abraham. Abraham hat ja geglaubt, dass Gott den toten Isaak nach der Opferung wieder auferwecken würde. Das ist gigantisch, ja. Also der Abraham, der hat im hohen Alter den Isaak bekommen und war gottfroh, sagt man im Schwäbischen darüber, ja, dass er noch einen Sohn der Verheißung bekommen hat. Und jetzt sagt Gott nach 14 Jahren, opfer mir den. Und eigentlich war es ja so, dass Gott gesagt hat, in Isaak sollen dir Nachkommen gezählt werden. Und zwar so viel, wie die Sterne am Himmel sind. Und jetzt sagt Gott 14 Jahre später, opfer mir den Isaak. Und dann sagt der Abraham, wenn Gott erst die Verheißung auf den Isaak legt und jetzt will, dass ich den Isaak opfere, gibt es nur eine Lösung. Gott wird den wieder auferwecken. Gott macht den wieder lebendig. Das ist 1. Mose 22. Das ist nicht Matthäus oder Römerbrief. Auferstehungsglaube im Alten Testament, bei Abraham, ja. Das ist etwas, also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ja, gestern hat jemand gebetet, dass Gott für uns etwas bereitet hat, auf das wir nie gekommen wären. Nie wären wir auf die Idee gekommen. Das ist das Evangelium. Dass Gott stirbt für uns. Ja, das heißt, der Abraham hat an die Auferstehung geglaubt. Welche Auferstehung? An die Auferstehung des Isaak. Nach der Opferung, die ja aus Gottes Handeln nicht stattgefunden hat. Aber Gott hat geopfert. Abraham hat Gott das nicht zugemutet, aber er selbst hat sich das zugemutet. Er hat seinen Sohn geopfert und zwar auf demselben Berg, wie Abraham den Isaak opfern sollte. Ja? Und der Abraham geht mit seinen Knechten zu diesem Berg Moria und dann sagt er, wir gehen jetzt darüber zu dem Berg und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Wer wir? Naja, ich, der Abraham und der Isaak. Warum? Gott wird den nicht auf dem Altar lassen, er wird den wieder auferwecken. Das war ein Auferstehungsglaube. Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Deswegen ist Abraham ein Vater des Glaubens. Das ist der Vater des Glaubens. Und das geht noch weiter. Weil der Abraham hat an die Auferstehung des Isaak geglaubt vor der Opferung. Die Jünger haben an die Auferstehung Jesu erst mühsam geglaubt nach der Auferstehung. Jesus hat sich ihnen gezeigt, hat ihnen die Nägelmale gezeigt. Der Thomas sagt, das glaube ich nicht, dass er auferstanden ist, außer ich lege meine Hände in seine Wundmale rein. Die Emmaus-Jünger brannte nicht unser Herz, aber sie haben die Augen gehalten gehabt. Die haben das nicht verstanden, die haben das mühsam erst geglaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ja? Nach der Auferstehung. Aber Abraham hat das vorher geglaubt. Jetzt stellt euch vor, der Abraham wäre bei der Kreuzigung Jesu dabei gewesen. Nach der Kreuzigung, nach dem Sterben Jesu war tiefe Depression in Jerusalem. Auch unter den Jüngern. Alle Hoffnung vorbei.
Der, von dem sie gehofft haben, dass er Israel wiederherstellen würde, dass er uns von den Römern befreit. Der Tausende gesund gemacht hat und satt gemacht hat und Worte hatte, die niemand wiederholen kann, ja. Der ist tot. Das Drama, da war tiefste Depression. Wenn der Abraham dabei gewesen wäre, hätte der noch unterm Kreuz gesagt, dieser Jesus kann nicht tot bleiben. Der wird auferstehen. Der muss. Warum? Weil der ohne Sünde war. Und weil auf ihm die Verheißung lag, nämlich wie auf meinem Sohn Isaak damals. Gottes Verheißungen können ihn nicht gereuen. Und die Verheißung lag auf diesem Christus. Das war der Messias. Ja? Der wird wieder auferstehen. Das war der Glaube Abrahams. Der hat das vor der Opferung Isaaks geglaubt. Deswegen ist Abraham wirklich ein Vater des Glaubens. Und wir sind Kinder Abrahams im Glauben, nicht weil wir ethnisch aus Israel stammen würden oder Semiten wären, ja? Oder weil wir Kinder Abrahams wären in irgendeiner Weise, sondern weil wir im Geist Kinder Abrahams sind. Weil wir auch an die Auferstehung glauben. Mühsam. Wir müssen das langsam erst, wird uns das in der Bibel mitgeteilt und dann fangen wir langsam erst an zu verstehen. Und wenn wir uns ein bisschen mit dem Alten Testament auseinandersetzen und die Bezüge plötzlich verstehen und die Vorhersagen, die seit Jahrtausenden schon da waren in der Bibel, dann glauben wir langsam und mühsam verstehen. Ah, jetzt langsam können wir sehen. Ja? Abraham hat das vorher geglaubt. Und Abraham, um das noch fertig zu machen, hatte noch eine Auferstehungsglauben. Abraham war wirklich ein Vater des Glaubens. Abraham hatte einen doppelten Auferstehungsglauben. Abraham hat nämlich geglaubt, dass Gott den toten Isaak wieder auferwecken würde. Und Abraham hat geglaubt, dass er den toten Leib der Sarah wieder auferwecken würde. Sodass Sarah im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert. Wir glauben, dass Gott den toten Jesus auferweckt hat. Da haben wir einen Auferstehungsglauben. Und wir glauben, dass Gott den toten Leib der Tochter Zion nochmal auferwecken wird, sodass dem hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert, Wiedergeburt Jerusalems. Dann haben wir auch einen doppelten Auferstehungsglauben. Ja, versteht ihr das? Das ist groß. Das ist etwas Großes. Ich habe das an einen Theologen geschrieben und ich habe zu ihm gesagt, die Auferstehung Jesu, die glauben wir doch auch. Und ist da auch ein Bild, ja, die Opferung Isaaks mit Abraham. Aber dass der tote Leib der Sarah wieder auferweckt wird und die im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebiert, was niemand geglaubt hätte, das Kind nennt die lachend. Die sagt, die Leute werden lachend, das glaubt doch keiner, dass ich mit 90 Jahren da noch ein Kind geboren habe. Ja? Zion sagt, das glaubt doch keiner, dass ich nach 2000 Jahren noch Wiedergeburt erlebe. Mir hat ein Missionar geschrieben, das wird nie geschehen, dass die Orthodoxen an Jesus glauben. Das wird nie geschehen. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, vor 3 Wochen hat er mir das geschrieben. Niemand glaubt, dass diese alte Sarah Zion, die Zion Sarah, im hohen Alter von 2000 Jahren nochmal ein Kind gebiert. Aber das wird so sein. Und deswegen haben wir auch, wie Abraham, einen doppelten Auferstehungsglauben. Wir glauben an die Auferstehung Christi und wir glauben an die Auferweckung Zions in der Endzeit. Versteht ihr, was sich da für Kreise plötzlich schließen? Das ist unglaublich. Jesus kommt. Ja? Okay, also Paulus wusste auch davon, hat den Galatern das sicher auch mitgeteilt und hat über Christus gesprochen, über die Wiedergeburt, über Abraham, über den Glauben Abrahams, über die Opferung Isaaks, die in Christus wahr geworden ist, über Sprüche 30, wie heißt er und wie heißt sein Sohn, ja, wer hat die ganze Welt geschaffen, wer fasst alle Wasser in ein Kleid, ja, wer hat aller Welt Enden gestellt, wie heißt er und wie heißt sein Sohn, weißt du das? Ja klar, der die Welt geschaffen hat, ist Gott und sein Sohn heißt Jesus. Sprüche 30, 800 vor Christus, ja? Das ist alles in Christus wahr geworden. Das war die Predigt von Paulus an die Galater. Das war das Evangelium, was er ihnen weitergegeben hat. Ja, und jetzt gehen die zurück und beschneiden sich. Gehen zurück zum Sinai. Gehen zum falschen Berg. Statt zum Berg Zion gehen sie zum Berg Sinai. Ja? Statt nach Golgatha gehen sie zum Opferaltar von Levi, ja, und von Aaron. Sie sind vollkommen irritiert und Paulus sagt, ich bin auch irre an euch. Mich wundert, was ist denn los? Euch war doch Christus vor Augen gemalt, ja? Gut, also leibliche Auferstehung, ewiger hoher Priester nach der Weise Melchisedeks, ja? Darf ich das noch vervollständigen? Auch ewiger König nach der Weise Melchisedeks, ja? Wir kennen ja aus dem Neuen Testament nur, dass Christus ein hoher Priester ist nach der Weise Melchisedeks. Aber er wird doch auch ein König sein nach der Weise Melchisedeks, oder? Das fehlt doch noch irgendwie gedanklich im Hebräerbrief. Und das dürfen wir ergänzen. Wir dürfen sagen, Christus ist ein hoher Priester und ein hoher König.
Und zwar nach der Weise des Königpriesters Melchisedek. Melech Zadok. Ja? Melech ist der Moloch, der Herr, der König, der Herrscher, Melech. Und der Sedek ist kräzisiert aus Zadok, heilig, der Heilige, ja, der Abgesonderte, der Priester. Der Priester hatte auf dem Kopfbund stehen, heilig dem Herrn, Zadok. Die Zadik nennen sich die Orthodoxen. Das sind die Heiligen, die Abgesonderten, ja. Und das ist Melchisedek, Melech Zadok, ein hoher Priester und ein hoher König. Das kommt noch. Er kommt leiblich wieder zum Gericht, leiblich. Er wird leiblich wiederkommen, nicht spirituell. Nicht esoterisch, leiblich. Für mich ein großes Geheimnis, ja? Er ist der Herr des Himmels und er wird König der ganzen Welt nach der Weise Melchisedeks. Und die häufigste Veränderung, die wir so heute finden, ist, dass die Wesensgleichheit Jesu mit dem Vater geleugnet wird. Ja? Der Sohn ist nicht der Vater, aber Jesus ist Gott. Ja? Jesus ist in seiner Gottheit wesensgleich mit dem Vater. Vater, Sohn und Heiliger Geist in eins, ja. Aber wenn man dieses Gefäß der Dreieinigkeit öffnet und da reinschaut, dann sieht man, das ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn man die Schatulle wieder schließt, dann sieht man, das ist ein Gott. Ein Gott, der doch drei ist, ja. Gehen wir weiter. Paulus sagt, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht menschlich ist. Das ist keine Philosophie. Habe ich nicht gelernt irgendwo bei Gamaliel. Ich habe viel gelernt bei Gamaliel, sagt Paulus. Aber ich habe es alles für Kot geachtet. Gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi. Ja? Und Paulus schreibt ja auch davon, dass er entrückt gewesen ist in den dritten Himmel. Ja, genau. 2. Korinther 12, Abvers 2. Ich kenne einen Menschen in Christo vor 14 Jahren. Klammer auf, ob er im Leib gewesen ist, so weiß ich es nicht. Oder ob er außer dem Leib gewesen ist, so weiß ich es auch nicht. Also war er seinem Leib entrückt, ja, oder nicht? Das war nicht nur eine Vision, das war eine wirkliche Epiphanie. Ward derselbe entzückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er in dem Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Dieser Mensch, und damit meint er seinen neuen Menschen in Christus, dieser Mensch ward entzückt in das Paradies, und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selber aber will ich mich nichts rühmen, nur meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, täte ich darum nicht töricht, denn ich wollte die Wahrheit sagen und so weiter. Ja? Also er sagt, er hat diese Dinge empfangen durch die Offenbarung Jesu Christi. Er ist nicht auf irgendeiner Bibelschule gewesen und bringt Theologie. Er bringt das lebendige Christuswort in Christus mit der vollen apostolischen Autorität, wenn man das so sagen darf. Klingt so katholisch, ja? Aber das ist eigentlich, er schreibt ja er als Apostel Jesu Christi, nicht von Menschen, nicht durch Menschen und alle Brüder, die bei ihm sind, der Gemeinde in Galatien. Ja? Und er sagt, ich tue euch aber kund, liebe Brüder, das Evangelium, das von mir gepredigt ist, das ist nicht menschlich. Denn ich habe es von keinem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. 2. Korinther 12. Ja? Ich habe das nirgendwo nachgelesen oder abgeschrieben oder hat mir niemand irgendwo verraten, sondern Gott selber hat ihm das gegeben, so wie er in 2. Korinther 12 schreibt. Denn ihr habt ja wohl gehört meinen Wandel vor dem im Judentum. Jetzt sagt er eigentlich, ich war doch Jude. Ich war gut im Judentum. Sorry, ich war besser im Judentum als ihr alle. Ich war unsträflich im Judentum. Ich nahm zu über viele, ja, meiner Altersgenossen. Paulus hat die Perfektion angestrengt. Entschuldigung, da sind wir alle Stümper mit unserem Christsein gegen. Absolute Stümper gegen diese Entschiedenheit, die der an den Tag gelegt hat. Er sagt, ihr habt ja wohl gehört meinen Wandel vor dem im Judentum, erzählt er aus seiner Vergangenheit, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie verstörte. Ich war das, was ich heute predige, da war ich doch früher ein Gegner von. Ja, ich war da schon viel weiter auf dem Weg, den ihr gerade einschlagen wollt. Und hab gesehen, der Weg bringt gar nichts. Wir müssen zu Christus, ja? Ich nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz, das Gesetz der Väter, das war wichtig. Die Beschneidung, der Tempel, das Gesetz. Ja? Niemand hat sich vom Judentum so weit wegbewegt wie der Paulus. Paulus hat sich vom Judentum komplett verabschiedet. Beschneidung ist nicht mehr notwendig. Tempel sind wir selber. Wir sind sogar Gottestempel. Ja? Wir haben einen neuen Gottesdienst. Wir haben ein Gesetz des Geistes. Ja, wir haben ein Gesetz Christi.
Wir sind nicht mehr unter Gesetz. Wir sind mit dem Gesetz nach, sind wir dem Gesetz abgestorben. Aber ich lebe jetzt in Christus und Christus lebt in mir. Wir sind zwar nicht Sünder aus den Heiden, sondern Juden, aber wir wissen, dass wir durch das Gesetz nicht gerecht werden können, sondern durch den Glauben an Christus. Und deswegen glauben wir auch an Jesus Christus. Das ist das, was Paulus hatte. Das hat Petrus nicht so geschafft. Das sehen wir gleich noch. Das hat Jakobus auch nicht so geschafft. Auch kein Johannes. Das hat Paulus geschrieben. Ja? Wir haben kurz auch davon gesprochen, Paulus ist der einzige Apostel, der schreibt vom alten Menschen und vom neuen Menschen. Von dem Widerstreit zwischen dem Geistlichen und dem Fleischlichen. Ja, zwischen dem alten Adam, zwischen dem Menschen in Adam, zwischen dem Menschen und dem Menschen in Christus. Dieser Widerstreit, dieser Kampf, der in uns herrscht, das hat nur Paulus formuliert. Das hat kein Petrus geschrieben. Ja? Petrus hat auch von der Wiedergeburt geschrieben. Zweimal. Ja, von den fünfmal im Neuen Testament. Schreibt zweimal Petrus davon. Aber diese ganz klare Trennung zwischen dem alten Menschen, die alte Schöpfung in Adam und die neue Schöpfung in Christus, die in uns schon begonnen hat, das hat nur Paulus formuliert. Das war paulinisches Evangelium. Deswegen, glaube ich, hat Jesus den Paulus auch erwählt. Und man hat ihm vorgeworfen, du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte, wieder diesen Tempel hier in Jerusalem. Ja? Als er nach Jerusalem kommt, sagen die Juden ihm, du redest wieder das Gesetz, und wieder diese Städte, denn du sagst, es gäbe ein anderes Gesetz. Du sagst, es gäbe ein Gesetz Christi, haben wir noch nie was von gehört. Ja? Du faselst irgendwas von einem Tempel in Korinth. Und der soll auch noch der Tempel Gottes sein. Bei den Goi, bei den Unbeschnittenen, bei den Griechen, die mit Kindern schmutzige Dinge tun. Ja? Wie kannst du, was tust du, Paulus? Und jetzt gehst du auch nachher und sagst, die Beschneidung wäre nichts nütze. Da müssen wir mal sofort nach Galatien. Und man kann es ein Stück weit nachvollziehen. Die sind jetzt seit Jahrtausenden in diesem Gesetz unterwiesen worden. Und es gab am Anfang der Gemeinde Jesu, bei der Urgemeinde in Jerusalem, viele, die an Jesus geglaubt haben und gleichzeitig Eiferer fürs Gesetz waren. Sagt die Apostelgeschichte. Ja? Als ich es gelesen habe, habe ich ein Fragezeichen im Kopf gehabt. Die sagen, Jesus, ja. Jesus war der Messias, ja. Der ist für uns gestorben am Kreuz, ja. Damit sind unsere Sünden vergeben, ja. Aber wir opfern trotzdem weiter. Weil es steht ja hier. Ja, Paulus hat gesagt, wenn Gott seinen Sohn geschickt hat und wenn Gott geopfert hat, dann brauchen wir nicht mehr opfern. Das war Ketzerei damals. Ja, das war neu, das war ungehört, das war unerhört. Was faselt der Mann? Ist der verrückt geworden oder was? Ja, was ist denn mit dem Paulus los? Und ihr könnt ja auch sehen, ihr könnt ja hier nach Jerusalem kommen, hier ist der Tempel. Hier, und hier sind die Opfer, hier ist der hohe Priester, so wie es hier geschrieben steht. Ja, hier ist der Vatikan, hier ist der Papst. Hier ist die alleinselig machende Kirche. Wir verwalten die Hostie. Wir verwalten euer Heil. Wir sind der Stellvertreter Christi auf Erden. Wir verwalten das Millennium, das tausendjährige Reich Christi auf Erden. Das sagt die Kirche. Das ist ein ganz alter Hut. Und wenn ihr in eine Gemeinde kommt, wo diese Dinge passieren, dann werdet ihr ganz Ähnliches da erleben, dass sich da irgendjemand aufspielt als der Erste unter den Brüdern, ja? Und der irgendeine Theologie dann irgendwie hat, irgendeine Sonderlehre. Ich möchte das nicht, ja. Deswegen freue ich mich über alle, die auch das glauben, was ich sage. Aber ich möchte euch gern informieren und ich möchte, dass wir allesamt Jesus nachfolgen und nicht einer dem anderen nachfolgt. Wir predigen, habe ich das schon erzählt, in Neustadt an der Weinstraße. In der evangelischen Kirche in Neustadt an der Weinstraße steht oben über der Kanzel, wir predigen nicht uns selbst, sondern dass Christus sei der Herr. Ja? Schön, ja? Nicht, ich habe eine Sonderlehre. Er ist der Herr. Da müssen alle hin. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Christus ist der Herr. Wer das anders predigt, ist verflucht. Wer sich selber zum Stellvertreter Christi macht, ist verflucht und wird das tragen. Ja? Denn Paulus schreibt den Juden auch, du bist ein Jude und sagst, man soll nicht stehlen. Und du raubest Gott, was sein ist, nämlich Gottes Ehre. Ja? Das ist nicht ohne. Also es ist der wichtigste oder der unwichtigste Beruf der Welt. Ja? Aber man kann verstehen, dass die an Jesus geglaubt haben und trotzdem im Gesetz noch festgehangen haben. Weil der Tempel ja noch da war und die Priesterschaft und Kultur prägt uns. Euch doch auch. Ja, Entschuldigung, das sieht man ja auch an uns, ja. Die Frauen müssen alle Kopftücher tragen, Entschuldigung, ja. Die dürften auch keine Hosen anhaben, ja. Die müssen alle Frauenkleider tragen. Das war vor 150, 200 Jahren war das ganz normal. Und wir sind geprägt davon, ja. Gefärbte Haare, no go. Ja. In Russland darf man keine Ringe anhaben, keine Goldringe. Das gehört sich nicht. Ja? Manche dürfen nicht mal eine Brille tragen. Ja? Ja? Ja, weil es ist, man muss im Glauben die ganzen Dinge dann auch. Und da gibt's ganz viele, Kultur prägt uns.
Ja, es ist in einem gewissen Rahmen auch nicht schlimm, weil es geht um die Herzen, ja, es geht was um in den Herzen, es geht nicht um die äußere Form, es geht auch nicht darum, eine äußere, veraltete Form wieder irgendwo anzubringen, ja, aber Kultur prägt und die Juden prägte halt über Jahre und Jahrzehnte hinweg der Tempel und das Opfer und die Beschneidung und dann kam Jesus und dann hat Gott Gnade geschenkt und sie haben geglaubt, aber sie hingen immer noch im Gesetz fest und sie hingen immer noch im Tempel und als der Paulus kommt, hat er Prügel bekommen von den Juden, ja. Dann muss er dann opfern, ja, um zu zeigen, dass er auch er ist den Juden auch ein Jude gewesen. Aber er weiß, dass eigentlich ist es nicht nötig. Er macht es nur aus Liebe, damit sie ihn hören, ja. Aber das ist eine lange Geschichte und auch heute gibt es viele Christen, die das Gesetz wieder halten wollen und Speisegesetze einhalten wollen und verschiedene Tage wieder halten. Wir müssen den Sabbat halten, dann gibt es Sabbatisten, die sind irdisch gesinnt. Ja, die sind nicht geistlich gesinnt, die sind religiös geworden, aber die haben nicht Jesus gefunden. Ja, die sind nicht am Jabok gewesen. Ja, die haben gesagt, wir machen jetzt auch mit und die bringen Opfer wie Kain, selbst erwählt, von den Früchten des Feldes, von der Erde. Nicht wie Abel, ein Lamm. Abel bringt ja ein Lamm als Opfer, ja? Und der Kain bringt Früchte vom Feld. Und wenn Abel ein Lamm opfert, dann erinnert er daran, was Gott im Paradies gemacht hat, als er Adam und Eva Bedeckung verschafft. Denn er hat ihnen ja Felle gegeben nach dem Sündenfall. Wo hatte er denn die Felle her? Dafür ist ein Tier gestorben. Da ist Blut geflossen, damit Adam und Eva wieder ihre Sünde bedecken konnten. Ja? Und als Abel opfert, das ist ja lange vor dem Sinai, da gab es doch keine Sinai-Gebote. Als Abel opfert, erinnert er damit mit seinem Opfer daran, was Gott für seine Voreltern getan hat, dass Blut vergossen werden musste, um Sünde zu bedecken. Ja? Das ist der Gedanke. Und das ist ein Glaubensopfer, denn er gibt Gott Recht damit. Kain macht aber so einen eigenwilligen Gottesdienst. Ich gebe das, was ich halt hab, ja, meine Gaben oder das, was bei mir auf meinem Äggerle wächst, ja, was mir in meinem Herzen gedeiht. Ja, Abel macht das nicht. Abel erinnert Gott an das, was Gott getan hat. Und das tun wir auch. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich bin ein Sünder, aber ich erinnere dich an das, was du in Christus, was du selber auf Golgatha getan hast. Da erinnere ich dich dran. Ja, das ist eine ganz alte Geschichte, die geht schon immer durch, ja. Und dafür die Augen geöffnet zu bekommen, das ist dem Paulus Geschenk gewesen, ja. Und das hat Paulus gepredigt als Evangelium. Er hat es von keinem Menschen empfangen oder gelernt, ja, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja wohl gehört, meinen Wandel vor dem im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie verstörte. Der hat die gezwungen zu lästern im Gottesdienst. Der hat gesagt, los, sag, Jesus ist ein, sag's lauter. Ja, das war Paulus. Sag's nochmal. Wenn nicht, schneide ich dir den Hals ab. Das war Paulus. Ja. Sie verstörte, verfolgte und verstörte. Das war der härteste Hund der Pharisäer, der Paulus. Und ich nahm zu im Judentum über viele meinesgleichen in meinem Geschlecht und eiferte über die Maßen um das väterliche Gesetz, inklusive Tempel und Beschneidung und Priestertum. Da es aber Gott wohlgefiel, jetzt kommt Gott ins Spiel. Jetzt hat Paulus überhaupt nichts mehr zu melden. Null, ja? Jetzt handelt Gott. Als es Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an hat ausgesondert und berufen, durch seine Gnade, dass er seinen Sohn offenbarte in mir. Das tut Gott. Ja? Gott bekehrt den Paulus. Dass ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte, das war sein Auftrag unter den Heiden, alsobald, das heißt so viel wie sofort, unmittelbar, ohne lang zu überlegen, ja? Alsobald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut, also mit den Aposteln in Jerusalem, kam auch nicht gen Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog hin nach Arabien und kam wiederum gen Damaskus. Das heißt, der Paulus ist nach seiner Bekehrung mal einfach in die arabische Wüste. Da war es still. Da kam der hektische, laute Paulus zur Ruhe, zur Stille und konnte Gott mal reden. Gott hat sich den Paulus mal beiseite genommen. Da war die Zeit erfüllt, ja? Als es Gott wohlgefiel. Vorher hat der Paulus da rumgeschafft in seinem selbstgemachten, kainitischen Gottesdienst, der längst nicht mehr galt, weil Christus längst auferstanden war, ja? Und als es Gott wohlgefiel, hat er seinen Sohn in Paulus geoffenbart.
Danach über 3 Jahre kam ich nach Jerusalem, um Petrus zu schauen und blieb 15 Tage bei ihm. Der anderen Apostel aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Also er kommt und er sieht nur den Petrus und den Jakobus. Und die sehen wir im nächsten Kapitel noch, die beiden. Denn der Paulus ist nach Jerusalem rauf und hat die wahrscheinlich auch sprechen wollen wegen dem Evangelium, was er in der Wüste von Gott durch einige Jahre hinweg einfach auch geschenkt bekommen hat. Und wollte sich auch mit denen abstimmen. Aber er schreibt den Galatern, ich habe eigentlich niemanden getroffen, nur Petrus und Jakobus. Die anderen waren gar nicht da. Vielleicht waren die auf Missionsreise oder hatten anderweitig zu tun. Ja? Und ich war ein bisschen erinnert, ich habe ja auch viele Theologen angeschrieben und habe auch angeschrieben, wenn das jemand kennt aus Österreich, ein amerikanischer Missionar in Österreich, den ich auch von vor 40 Jahren kenne. Und dann hat er nicht geantwortet, obwohl wir uns eigentlich recht gut kennen. Und ein Freund von mir in Kroatien habe ich angeschrieben und so weiter. Und so, als ich die ersten Briefe geschrieben habe und habe kein Feedback bekommen, da habe ich gedacht, mir geht's wie mit dem Paulus. Der ist nach Jerusalem rauf, da war gar keiner da. Der sagt, ich möchte gerne hier mit euch sprechen, hier über das Evangelium hier, ihr Apostel. Können wir da mal so ein kleines Apostelkonzil machen? Ich habe ein paar wichtige Sachen mit euch. Da war niemand da. Ja, habe ich gesagt, so geht's mir auch, ja. Du schreibst überall hin, scheinbar ist keiner da. Ist da jemand? Ja? Und so ging es dem Paulus eigentlich auch. Und jetzt nach den vielen Jahren war es ihm eigentlich gut, weil er kann sagen, ich habe das Evangelium nicht von den Aposteln. Ich war zwar mal 2 Wochen da bei dem Petrus, aber das war ja schon Jahre, nachdem ich schon an Jesus geglaubt habe. Ja? Ich will euch nur, ja, euch Galatern sagen, ich komme nicht in menschlichem Auftrag. Ich komme in Auftrag Gottes mit dem Lebendigen, weil ich komme mit dem lebendigen Christus zu euch. Der anderen Apostel aber sah ich keinen, außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in die Länder Syrien und Zilizien, das ist so Ost-Südost-Türkei, Syrien und Zilizien. Ich war aber unbekannt von Angesicht den christlichen Gemeinden in Judäa. Die kannten ihn nicht von Angesicht. Und als er dann darauf gezogen ist, dann sehen sie ihn und hatten aber vorher allein gehört, dass der uns vor dem verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, welchen er vor dem verstörte. Und sie priesen Gott über mir und sagen, Gott lebt. Ja, der Paulus war so ein gefährlicher Mann, dass die Jünger den ja nicht zu sich nehmen wollten nach seinem Damaskus-Erlebnis. Der Barnabas hat es ja gemacht. Die haben gesagt, trau dir, der verstellt sich. Du nimmst den ins Haus und der schneidet dir nachts den Hals ab. Und dann beschneidet er dich. Oder umgekehrt. Ja? Ja? In der Slowakei war ein Freund von mir, die haben die Bibel gedruckt, nur so als kleine Geschichte. Und die haben die Bibel gedruckt und dann oder wollten die Bibel drucken und haben die übersetzt. Und zwar wollten die in Sinti, in Zigeunersprache übersetzen. Sinti oder Roma, kenne mich nicht so sehr aus. Und da gab's einen Roman und der Roman war, der Bettina kennt den, ja? Zigeuner, kennst du den Roman? Ja, ne? Zigeunerkönig über 200.000 Zigeuner. Weißer Hut, weiße Jacke, weiße Hose, weiße Schuhe, Handschelle am Handgelenk und da dran einen schwarzen Koffer. Wer es da drin war, weiß niemand, ja. Aber mit der Handschelle kann man sich vorstellen, dass es was Wertvolles war. Und der Roman kommt zum Glauben, der wird Christ. Zigeunerkönig wird Christ. Der sagt, das werde ich nicht lange überleben. Wenn meine Leute das mitkriegen, schneiden die mir den Hals durch. Ja, das ist auch immer Konkurrenz, die da läuft. Aber er sagt, mein Volk braucht Gottes Wort. Dann haben sie angefragt bei allen möglichen Übersetzerfirmen, die man so kennt in Deutschland, wie heißen sie? Wycliffe, ja. Ist aber sehr teuer. Also haben die Zigeuner selber übersetzt. Und zwar haben sie das Markus-Evangelium übersetzt, weil das das kürzeste ist. Das war am schnellsten fertig. Und das erste Buch Mose, weil die ganzen Stammesgeschichten da drin sind. Das gefällt den Zigeunern. Die leben so ähnlich. Ja, das hat ihnen was zu sagen. Also die beiden haben sie übersetzt. Roman ganz stolz. Ich habe ein Foto davon, wie er da steht mit dem Manuskript in der Hand. Goldene Zähne, ja. Lächelt in die Kamera rein. Gottes Wort, ja. Gottes Wort für ihn. Also jetzt kommt Gottes Wort zu den Zigeunern. Ganz wunderbar. Okay, also sie geben es zum Drucker nach Bratislava und der Drucker in der Druckerei sagt, das ist für so schmutzige Zigeuner, das kann auch nächste Woche kann ich das noch machen, ja. Er hat jetzt aber nicht mit dem Roman gerechnet, weil der Roman hat gewartet und ruft ihn irgendwann an und sagt, hallo, wie weit bist du mit den Bibeln? Und der Drucker sagt, wir schneiden gerade zu. Dann sagt der Roman, schneide, sonst komme ich und schneide. 2 Tage später war alles fertig. Ja, hat eine Nachtschicht eingelegt. Auch eine Form von Beschneidung, ja? Ja.
Ja, ich habe den Geschwistern aber in Pforzheim gesagt, also wenn ihr nicht wollt, dass Gottes Wort gedruckt wird mit Schwarzgeld aus schwarzem Zigeunerhandel in Köln auf der Domplatte, ja, und Bratislava, dann könnt ihr ein bisschen spenden, dass die Bibel auch mit echtem, versteuertem deutschen Geld gedruckt wird. Ja, das ist ja auch ein heiliges Wort Gottes. Aber der Roman war schon ein besonderer Mann, muss man wirklich sagen. Ja. Schön, also sowas gibt's auch. Das Evangelium hat auch Kraft, ja. Schön, also Paulus kommt zum Glauben und war bei Petrus und Jakobus, ja. Was ich euch nur zeigen wollte hier ist, das fand ich ganz interessant. Da kommt ja Petrus und Jakobus nach Antiochien, ja. Als aber Petrus nach Antiochien kam, widerstand ich ihm unter Augen, denn es war Klage über ihn gekommen. Denn zuvor, bevor etliche von Jakobus kamen, also kam Petrus und Jakobus kamen nach Antiochien, und bevor der Jakobus kam, aß er mit den Heiden. Da sie aber kamen, also der Jakobus und die Seinen, da sie aber kamen, entzog sich der Petrus und sonderte sich von den Heiden ab, darum, dass er die aus den Juden fürchtete, weil die Juden essen halt nicht mit den Heiden. Ja? Da habe ich mir gedacht, na ja, gut, der Paulus, der war ein paar Tage vorher, war der in Jerusalem gewesen, hat niemand getroffen. Und dann hat er ganz freundlich den Petrus und den Jakobus eingeladen und hat gesagt, also wenn ich halt nur 2 habe und keine 12, vielleicht kommt ihr ja nach Antiochien runter. Ihr seid ja Säulen als Apostel. Ihr habt Jesus noch gesehen zu Lebzeiten. Petrus ist der Apostel der Beschneidung. Vielleicht könnte ich euch ja so als für eine Bibelstunde gewinnen in Antiochien, die ihr uns halten könnt. Und ihr könnt uns von Jesus, wie war Jesus und was hat Jesus gesagt, ja? Und dann hat der Paulus die eingeladen nach Antiochien und dann sind die gekommen. Erst der Petrus, der Jakobus hatte vielleicht noch irgendwas zu tun im Tempel, ich weiß es nicht genau, ja, der kam ein bisschen später. Aber die kamen dann darunter nach Antiochien, scheinbar hat Paulus die eingeladen. Und jetzt war natürlich ein Riesenproblem, die waren jetzt unter Heiden. Und mit den Heiden darf der Jude nicht essen und einer schämt sich vor dem anderen. Kultur prägt, Umfeld prägt, ja. Als Petrus alleine da war, war er der einzige Jude unter lauter Heiden mit dem Paulus. Und dann hat er natürlich auch nicht in der Ecke sitzen wollen und seine Suppe löffeln. Ja? Dann hat er sich auch zu den anderen dazugesetzt. Die haben über Jesus und über das Evangelium gesprochen. Aber jetzt kommt der Jakobus und jetzt schämt er sich. Und jetzt sondert er sich ab und jetzt haben die Juden ihren eigenen Tisch. Irgendeiner hat ihn da hingestellt und sagt, das ist halt ein Tisch für die Juden, das ist für die Goi. Ja? So, und der Petrus sagt, was mache ich denn jetzt? Jetzt rechts oder links, ja? Der arme Kerl. Und da hat er sich halt auch zu den Juden gesetzt. Und als Paulus das merkt, geht er sofort dazwischen und sagt, wenn du, Petrus, als Jude lebst wie ein Heide, warum zwingst du denn die Heiden zu leben wie ein Jude? Ja? Also das, denke ich, war so die Geschichte, die dahinter war. Und Paulus sagt damit eigentlich, dass die Juden und die Heiden beide allein durch den Glauben an Jesus Christus gerecht werden. Und es war ihm wichtig, dass die Freiheit des Evangeliums halt auch bestehen bleibt, obwohl Jakobus und Petrus diese alten Dinge mit dem Gesetz wieder anfangen wollen. Und er will, dass die Freiheit dort bleibt. Und er schreibt das den Galatern und sagt, wenn die zu euch kommen und euch beschnitten haben, sagen sie sind von Petrus autorisiert worden aus Jerusalem, dann kann ich euch sagen, diesem Petrus, den ich lieb habe, weil er mein Bruder ist, dem habe ich ins Angesicht vor allen widerstanden, öffentlich, namentlich, und habe gesagt, was du machst, Petrus, das ist falsch. Wenn ihr also in Galatien kommt und mir sagt, ja, die Beschneidung haben wir von den Aposteln aus Jerusalem und zwar speziell von Petrus bekommen, dann sage ich euch, dieser Petrus lag mal ganz schön daneben bei mir. Merkt ihr da, wie viel Power, wie viel Biss dahinter ist? Ja, der Paulus war ein Harzknauben. Ich sag mal im Schwäbischen. Wisst ihr was, das ist ein Harzknauben, ne? Das ist das, wie sich's anhört. Ja? Bockelhart, sagt man im Schwäbischen auch, so ein richtiger bockelharter Mann. Ja, ich kenne einen jüdischen Investor in Stuttgart, der ist so ähnlich. Das ist ein harter Mann. Ich habe selten so einen harten Mann gesehen. Ja, sehr taktvoll, also sehr sehr gute Manieren auch und ein vermögender Mann auch. Ja, aber sehr, wenn es um Zahlen geht, sehr hart. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so hart verhandelt wie der. Ja, und so denke ich war der Paulus auch. Den hat Jesus vollkommen verändert. Der schreibt von der Heilandliebe unseres Gottes, schreibt der Paulus. So ein bockelharter Harzknaube, ja? Ja? Der ist vollkommen neu geworden. Gut. Also, das schauen wir uns vielleicht morgen an, da im Detail. Aber Paulus sagt den Galatern, diesem Petrus und Jakobus, die als Säulen angesehen werden, denen musste ich widerstehen, weil sie der Freiheit des Evangeliums nämlich nicht gehorsam waren. Also, er sagt praktisch den Galatern, dass er höher war in seiner Autorität als die von Petrus. Wenn Jesus nicht Gott war,
dann gibt's keine Erlösung. Das ist vielen nicht bewusst. Ja? Also Jesus ist wesenseins mit Gott. Und die Bibel sagt, wir schauen auch in die Tiefen der Gottheit. Und die Tiefen der Gottheit ist, dass in der Gottheit, wenn wir das aufmachen dürfen und da hineinschauen, sehen, dass die Gottheit drei ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das kann der Jude nicht verstehen und auch der Zeuge Jehovas nicht. Vielleicht nur noch eins. Wenn Jesus nicht Gott ist, dann gibt's keine Erlösung, weil Gott ist gestorben für unsere Sünden auf Golgatha, ja? Weil vor Gott nur Gott gilt. Gott ist heilig, heilig, heilig. Das Heiligste, was die Schöpfung überhaupt kennt, reicht nicht im Geringsten an das ran, wie Gott ist. Aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Vor Gott gilt nur Gott etwas. Und wenn ein Opfer für eine derart sündige, kaputte, selbstverliebte und eiternde Menschheit Gültigkeit haben soll vor diesem heiligen Gott, dann kann das nur durch Gott selbst geschehen. Ja? So heilig ist Gott. Und deswegen ist auf Golgatha in Christus Gott selbst gestorben. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Da haben wir überhaupt keinen Anteil dran. Das hätte Gott gemacht, wenn es gar keine Menschen gibt. Ja? Das ist außerhalb von uns. Aber dort ist unsere Heilsgewissheit. Heilsgewissheit findet ihr nie in euch selber. Ja? Wenn ihr in euch selber sucht, was reicht und was euch einen Beweis geben kann, dass ihr gut seid, ihr werdet das nicht finden. Heilsgewissheit gibt's nur hier. Warum? Weil Jesus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, zur Welt gehöre ich auch, dann hat er auch meine Sünde getragen. Amen. Und eure auch. Ja? Golgatha ist geschehen, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist sicher. Das ist Heilsgewissheit. Das hängt alles an Jesus, nicht an mir. Wenn ihr nur einen Anhaltspunkt vielleicht haben wollt dafür, wo ihr steht im Glauben, ich sage immer gerne 3H: Hunger, Heimweh, Heiligung. Ja, Hunger nach Gottes Wort, Heimweh nach der ewigen Welt und Abstehen von zweifelhaften Vergnügungen, die Welt noch genießt und wo wir eigentlich keinen Zug mehr hin haben. Mehr würde ich in mir selber überhaupt nicht mehr suchen wollen. Die Konfirmation reicht nicht, die Taufe reicht nicht, das Predigen reicht nicht, das Wissen, das Kopfwissen reicht nicht, euer Gebet reicht nicht, eure Hingabe, euer Wallfahren, euer Fasten, nehmt was ihr wollt, das reicht alles. Im Endeffekt reicht das nicht. Ja? Was reicht denn? Das. Hinschauend auf ihn. Und wenn wir in den Himmel kommen und Gott fragt, wieso bist du hier, wo ist denn deine Gerechtigkeit, dann sagen wir, ich kenne einen, der gerecht ist. Ja? Das ist das Absurde im Evangelium. Die Juden sagen, ja, ich habe aber 613 Gebote, 611. Nee, oder waren es 511? Nee, ich glaube, es waren nur zwei oder gar keins. Ja? Was ist denn Heilsgewissheit? Kann ich mir denn sicher sein? Ich kann mir doch nicht mal meiner selber sicher sein. Ja? Aber Christi kann ich. Das heißt, das Heil kommt zu uns, als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn zu offenbaren in mir. Besprach ich mich nicht mit Fleisch und Blut. Ja? Das ist schön. Und dann ist alles gut. Dann sind wir aller Druck fällt ab. Ja? Dann darf ich sagen, Herr, ich bin nicht gut. Ich wäre gerne besser. Ich wünsche, habe da und dort wirklich echt Defizite in meinem Glauben, aber in dir ist alles gut geworden. Und diese Freude, die ist die Kraft im Glauben. Die verändert. Ja? Und der ganze Krampf, der muss weg, der soll auch weg. Das Gestrüpp soll weg. Wir dürfen frei sein. Mal atmen. Aufatmen. Danke, Herr. Es ist alles geschehen auf Gold. Es ist alles gut geworden in dir. Du kommst. Wir sind Wartende. Ich wäre gerne besser. Ich würde gerne das können und jenes können. Das würde ich gerne lassen. Und das gefällt mir nicht an mir. Und ja, manchmal ist man verzagter Mensch. Und man ist mit sich selber so gar nicht im Reinen. Dann dürfen wir sagen, dieser alte Mensch, den ich nicht so gern habe, der ist schon längst tot. Ja? Und die paar Jahre hinken wir, ja? Mit den anderen, die auch hinken, ja? Aber wir haben Licht. Ja? Wir haben Licht. Die Sonne ist uns auf. Jabok. Wunderschön.